weit auseinander stehende Bäume. Und das ist halt, mittlerweile gibt es das kaum mehr. Also diese Wiesensart gibt es nicht mehr. Und wenn man einfach gar nichts macht, wächst da halt irgendwie die guten Bäume. Das war auch so wieder angefangen, weil flächig irgendwie so stecken. Ist halt wieder ein besonderer mager Lebensraum für ein paar Spezialisten. Also hinten wächst zum Beispiel einiges an Wacholder. Und gerade liegt halt extrem viel Totholz ab und überall aus dem Abriss da liegen und hier fällt und da hängen halt noch viele Insekten und Besten. Grundprinzip, was das überhaupt ist. Was wir jetzt tun ist, wir müssen das irgendwie zu erhalten und viel schwierig durch Fischeinträge und Verlust und so weiter, das wird alles schon begünstigt in der ganzen Landschaft. Auch das? Ja, aber die Pilzen helfen tatsächlich und verleihen es auch nicht wieder flächig, wie man sieht. Es fliegt halt hier unheimlich viel Birke zum Beispiel an. Und in diesen Heideflächen, da sind immer so Nester. Und die haben auch ein paar Mal runtergeschnippelt, die schlagen auf dem Stock halt wieder aus. Das nehmen wir raus. An Buche war jetzt gar nicht viel da. Es ist ein bisschen spätblühende Traubenkirsche, auch wieder so nesterweise drin. Und Brombeere halt. Das wir räumen quasi den Wald aus. Was mal abschneiden, sammeln mal irgendwo unter dem Baum auf dem Haufen. Da sieht man auch immer noch die alten Haufen irgendwo. Oder wenn halt sowas abgebrochen ist, liegt dazu feuern. Ja, das ist eigentlich entspannt. Also gar kein Drama hier. Immer alles abgelaufen. Das habe ich schon ganz anders gesehen. Die zieht sich halt komplett bis da hinten hin. Oder die Pferde. Und das fressen die Pferde dann wieder ab? Die werden dann umgesetzt und kommen dann dorthin? Nee, oder? Das ist diese Heidefläche. Drin geschützt, deswegen ist sie ausgezäunt, dass sie halt eben nicht reinkommen. Ach so. Aber dort pflücken wir auch die ganze Birkenverjüngung raus. Letztes war auch noch Lupine drin, habe ich aber auch keine gesehen. Wenn ihr sowas seht, immer raus damit. Damit die Heide Wurzel. Ginster, genau. Bleibt. Ginster, der juckt jetzt nicht groß, wenn es nicht überhand nimmt. So. Ja, nicht nur Heide, sondern auch noch ein paar andere Arten drin, da eben schon ein bisschen bestimmt. So. Und einmal den